vielen Dank für die Möglichkeit eines Interviews. Gern. Und ich würde gleich mit der ersten Frage beginnen. Was sind digitale Kompetenzen für Sie? Also für mich sind digitale Kompetenzen das, was ich brauche, um mich halt mit digitalen Medien, digitalen Werkzeugen allgemein auseinanderzusetzen und die nutzen zu können und das in allen Bereichen des Lebens, wo sie vorkommen. Warum sind digitale Kompetenzen wichtig in der Universität oder in der Schule oder in anderen Bereichen? Es durchdringen digitale Medien und Werkzeuge unsere Lebenswirklichkeit auf allen Ebenen. Ja, das ist also vom Computer, mit dem ich mit der Welt kommuniziere, über den Hörsaal bis zum Kühlschrank, der daheim digital sein kann. Und da muss ich mich halt mit auseinandersetzen können, in einem gewissen Umfang zumindest. Und wenn wir jetzt so an die Lehrer und Lehrerinnen, Fort-, Aus- und Weiterbildung denken, ist es wichtig, da diese digitale Kompetenzen als Thema zu integrieren und gibt es da eine Begründung auch dafür? Also ich glaube, dass es wichtig ist, einen Grundstock an Kompetenzen mitzubringen, ein gewisses Basiswissen, das es mir dann auch ermöglicht, darüber hinauszugehen. Ich glaube nicht, dass man sich mit allen Medien, allen Werkzeugen im Voraus auseinandersetzen kann, aber dass ein gewisses Grundverständnis da ist und dass ich dann im Unterricht als Lehrer oder im Hörsaal gewisse Werkzeuge mir aneignen kann und dann zielgerichtet einsetzen kann oder auch nicht entscheiden kann, dass es für mich nicht gut passt. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wie wird die Rolle dieser digitalen Medien sein? Naja, also sie werden weiter wichtiger werden auf absehbare Zeit, also da ist kein Ende abzusehen. Und welche Rolle sie dann genau einnehmen werden, ist mir jetzt auch nicht klar. Aber deshalb ist es umso wichtiger, ein Basiswissen zu haben, dass ich mich mit laufenden Veränderungen kompetent genug auseinandersetzen kann. Was mich sehr interessieren würde, wäre, was Ihre Erfahrungen sind im Einsatz von digitalen neuen Medien. Was wurde denn bisher eingesetzt? Und vielleicht können Sie einfach aus der Praxis ein bisschen erzählen. Gern. Also der Kurs, der unser Institut für die größten Herausforderungen in der Lehre gestellt hat, ist ein Einführungskurs in die Mathematik. Da hatten wir zu Anfang 1.500 Studierende im Kurs drin, durch einen doppelten Jahrgang sozusagen. Und da war einfach wichtig, die Studierenden dort abzuholen, woher sie kommen im ersten Studienjahr und auf ein Niveau zu bringen. Und das ist einfach schwer, das mit einer zentralisierten klassischen Vorlesung zu machen. Und wir hatten uns dann also überlegt, wir möchten versuchen, sowohl synchron, also zeitgleich im Hörsaal mitzulernen, als auch asynchron zu Hause und die verschiedenen Phasen über Lernen, Feedback bis zur Prüfung so zu gestalten. Und haben dann bei der Vorlesung, gibt es die Vorlesung im Hörsaal, die wird live gestreamt ins Internet, aber ich habe auch Screencasts, die speziell für den Konsum zu Hause oder anderswo auf der Welt produziert worden sind. Und genauso versuchen wir es auch bei der Feedback, beim Feedback und den Prüfungen, dass wir entweder live im Hörsaal Fragen stellen, wo die Leute mitvoten können, so wie Wer wird Millionär? Und dass es Online-Tests gibt, Selbsttests gibt, wo die Studierenden entweder in ihrer eigenen Zeit oder in bestimmten Zeitfenstern halt sich mit dem Stoff der Mathematik auseinandersetzen können und auch direkt Feedback bekommen, ob sie es verstanden haben oder nicht. Und da war halt viel Infrastruktur aufzubauen erstmal. Wie ist es mit der Umsetzung, wenn man sich jetzt die Dimensionen irgendwie so vorstellt? Es sind ja doch relativ viele Studierende. Wie war die Umsetzung? Ist das eher schwierig oder hat sich das als doch durchaus machbar erwiesen? Also grundsätzlich ist es natürlich ein Riesenaufwand gewesen, auch nicht leicht zu koordinieren, aber viele Teile waren jetzt nicht sehr kompliziert. Man hat ja, es war viel Arbeit, aber sie zu orchestrieren, war an sich relativ klar, wie man es machen muss. Aber wie so häufig, wenn Fehler auftauchen, sind sie halt bei 1.500 Studierenden deutlich schlimmer, als wenn ich 100 Studierende habe, wo ich das eher abfangen kann.
Aber es haben bei uns, wir hatten ein großes Team, mehrere Vortragende in der Vorlesung, mehrere Übungsgruppenleiter, Studienassistenten, und es haben wirklich alle an einem Strang gezogen im gesamten Institut, und dadurch haben wir relativ schnell Fortschritte machen können. Wenn man sich jetzt versucht, irgendwie zu reflektieren, wie schaut der Mehrwert aus? Einmal für Sie als Lehrenden oder auch für die Studierenden dann? Also das ist immer schwer zu umreißen, weil man ja selten zwei Gruppen parallel führt, wo man genau den Kontrast sieht. Aber mein Eindruck ist, vom Lern- und Lehrerfolg hat es keine gravierenden oder riesigen Unterschiede gemacht. Die Studierenden, die gerne mitmachen wollen, machen dann auf andere Art und Weise mit, und die, die eher versuchen, sich dem zu entziehen, schaffen das immer noch, auch wenn ich ein breiteres Angebot habe. Aber ich glaube, es ist für die Studierenden angenehmer, sie können mehr gestalten, an ihre persönlichen Verhältnisse adaptieren. Das macht ihnen dann zum Teil auch mehr Spaß. Und für uns als Lehrveranstaltungsleiter ist es was, was auch eine Abwechslung reinbringt in diese große Aufgabe, und dass man sich auch von Semester zu Semester vielleicht noch mal ein bisschen was anderes vornimmt. Wir hatten früher kein Live-Voting in der Vorlesung, da haben wir es mit dazugenommen. Es macht für einen selber, gerade bei so einer Großlehrveranstaltung, dann eine angenehme Abwechslung aus. Und ich glaube, das ist dann mehr die Motivation bei denen, die mitmachen wollen, ist für mich der größte Unterschied. Es gibt ja sehr viele, die noch ein bisschen skeptisch sind oder vielleicht auch Befürchtungen haben, ein bisschen ängstlich sind, weil sie einfach nicht abschätzen können, wie der Aufwand ist, wie die Ergebnisse sind. Haben Sie einen Tipp, wie man denn starten kann mit Einsatz von digitalen Medien? Also mein Tipp ist immer, vorzugsweise mit kleinen Schritten starten, sich nicht gleich alles auf einmal vornehmen und, wenn es möglich ist, sich zusammenzutun. Wenn es die Möglichkeit gibt, sich mit mehreren Vortragenden zusammenzutun, ist es super. Aber vielleicht auch, wenn man weiß, eine Kollegin oder ein Kollege haben ein bestimmtes Werkzeug, eine bestimmte Idee umgesetzt, mit denen einfach mal zu reden, sich das anzuhören und dann im nächsten Semester mal was Kleines zu machen. Mein Eindruck ist, wenn es funktioniert, ist es super. Und wenn es nicht funktioniert, sind die Studierenden häufig trotzdem froh, dass es versucht wurde. Also die schätzen das sehr wohl, dass man versucht, auf sie einzugehen, und geben einem vielleicht auch Feedback, was man besser machen kann. Und dann, gerade bei Lehrveranstaltungen, die man immer wieder hält, einfach versuchen, das an die eigenen Verhältnisse anzupassen und manche Sachen wegzulassen und manche dann halt auszubauen. Darf ich da noch einmal nachhaken, dieses, was nicht geklappt hat? Vielleicht einmal kurz erwähnen, haben Sie vielleicht etwas im Kopf, was so gar nicht funktioniert hat, wo Sie dann das Feedback auch bekommen haben, na, das ist bei den Studierenden nicht so angekommen? Die Sachen, die nicht funktioniert haben, waren bei uns, also entweder akute Probleme, klar, da war auch klar, was zu tun ist, oder Sachen, wo sich nicht beschwert wurde, sondern was einfach nicht angenommen wurde. Zum Beispiel haben wir ein betreutes Forum im Lernmanagementsystem, und wir hatten dann die Idee, weil viele Studierende gar nicht erst in die Vorlesung kommen, es gibt eine digitale Sprechstunde. Ja, da gibt es eine bestimmte Uhrzeit, eine Stunde, da sitzt dann jemand von uns aus dem Team direkt vorm Rechner, und die Studierenden können posten und kriegen sofort die Antwort. Das ist aber de facto nicht angenommen worden, sondern die Studierenden haben halt dann gefragt, wann sie die Frage hatten und nicht, wann die Sprechstunde war. Und ich habe geantwortet, oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben geantwortet, wann sie vorm Rechner saßen. Und das ist angenommen worden. Und dann das, was nicht nachgefragt wurde, hat man einfach gelassen. Und ähnlich stelle ich es mir vor, wenn ich jetzt sage, ich mache Live-Voting und es macht dann keiner mit oder es kommt nicht richtig Euphorie auf. Dann lasse ich es halt wieder. Was wirklich Schlimmes kann eigentlich nicht passieren. Und solange ich nicht schon die ganze Vorlesung vorweg damit organisiert habe, ist es für mich auch nicht so viel Aufwand, ja, wenn ich in kleinen Schritten vorangehe. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Gerne. Und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.